Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für den Montag, den 1.8.2022. Und unser DAX hat eine, ja, fulminante Woche hinter sich, hat wieder nach eigentlich schon einer guten Vorwoche, auch in der zurückliegenden Woche ganz gut abgeliefert und zum Freitag hier richtig die Bären auf die Palme getrieben oder eher in die Kiefer rein. Wir hatten eingangs zur gestrigen Analyse gesagt, kann er jetzt 500 Punkte nach oben steigen, mit einem kleinen Lacher dran. Hatten aber durchaus eine 4,45 und eine 5,50 in der Peilung. Beides erreicht, 5,50 dann auch der Tagesschluss. Nun wird es interessant. Wir haben hier die letzten Hochs um 6,50 rum. Hier ist noch so ein kleines Zwischenhoch um 6,20. Wir haben hier auch noch ein offenes Gap. Das liegt im Bereich um knapp unterhalb der 13.800. Das ist natürlich auch ein interessanter Anlaufkandidat, der erreicht werden kann, aber man muss schon ein bisschen an diesen Hochs aufpassen hier. Denn unser DAX macht es ganz gerne, dass er das, wenn er ein Gap aus der Distanz anläuft, dass er gerne erst nochmal an der Gap-Kante ganz gut wegreagiert. Das ist dann die 6,50 bis 6,20. Das heißt, sollte unser DAX jetzt hier tatsächlich dann dort einfach wegzucken, muss man aufpassen, wie der reagiert, weil ich sag mal, wir haben jetzt von hier unten gut fünf Wellen weggeschrotet, 1, 2, 3, 4, 5. Wenn er jetzt in die Korrektur geht, dann kann natürlich auch ein bisschen was zurückrutschen. Erstes Korrekturziel wäre tatsächlich dann hier auch erstmal im Bereich um 400 zu finden, 13.400. Und von da kann es auch passieren, dass wenn er nicht so Lust hat, einfach ein bisschen höher reinstartet, in die 6,20 reinrennt, in die 6,40, 6,50 reinrennt, 6,20, 6,50, so in der Zone irgendwie, muss nicht das eine genau, nicht das andere genau, aber irgendwie so in dem Bereich, 6,20 bis 6,50 reinrammelt. Und dann erstmal wieder auf die 13.400 zurückläuft. Ne? Also sowas sollte man eindeutig oder sowas sollte man einkalkulieren. Ja? Dann sollte das aber überreißen oben die Zone um 6.50, dann wäre natürlich auch ein Gap Close auf 7.90 oder sowas ist das hier oben theoretisch möglich. Ja, so das wären sozusagen die wichtigen Bereiche oben. Ja, unten 13.400 haben wir gesagt. Mehr ist eigentlich gar nicht. Gucken wir mal kurz noch auf eine kleinere Zeiteinheit. 2-Stunden-Chart, Morgenanalyse, das ist er. Hier hat man noch einen Trigger mitgegeben. Wenn er denn sich aus der Flagge lösen sollte, nach oben, sollte hier gut und gerne noch ja, 6,50 Tacken drüber auch laufen können. Das ist jetzt noch aktuell, das ist auch noch am Laufen. Ist noch nicht ganz fertig vom Trigger, könnte also noch ein bisschen was abschieben. Aber auch hier sieht man, dass der Support unten eigentlich dann auch tatsächlich erst bei 13.400 anfängt. 13.400 wäre was und dann drunter wird es erst 13.200. 60 rum wieder. Na, also das sind die zwei Zonen, die von oben gut unterstützen dürfen und die ja auch anlaufen kann natürlich, wenn er in den Rücklauf geht. Na, also gerade wenn er hier so hoch rein, der startet hier so rein, ne, haut so an die 650 ran, dreht sich um, dann muss man einkalkulieren, dass es bis 13.400 runter kann. Ja, Punkt. Das ist es. Mehr kann man hier gar nicht sagen. Mehr Varianten gibt es auch gar nicht. Na, manchmal ist es ja doch ein bisschen komplexere Situation im DAX. Die ist jetzt eigentlich nicht kompliziert. Ja, von daher wünsche ich euch viel Erfolg und Spaß. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.